Ja, die Musik ist schon geil. Und da unten sind Ratten. Es sind aber bestimmt nicht die kleinen niedlichen, in Anführungsstrichen niedlichen, die in der Unterstadt rumrennen. Was? Nee, ich will nicht rasten. Entschuldigung, ich wollte R drücken. Können wir die aussaugen? Nee, es ist tatsächlich nur eine kleine Ratte. Hallo, kleine Ratte. Die ist leer, die Urne. Da hinten steht auch schon wieder ein Skelett. Die erwachen doch garantiert gleich zum Leben. 14 Groschen? Na gut, okay. Das nehme ich mal jetzt so hin. Und dann gehen wir nämlich in die Bank. Ah, der Gargoyle sieht fies aus. Hier geht's ja überall hin. Was mache ich denn jetzt? Da steht doch schon einer. Der wird doch garantiert gleich lebendig. Ich weiß es auch nicht. Na komm. Hallo? 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 Echo? 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 Okay, ich höre schon auf. Toll. Ich sammle hier das Knochenmehl der Toten raus. Das ist so ganz entzückend. Komm, wir sind. Was war das? War das noch mehr? Wir sind sowieso unmoralisch. Dann kommt es darauf an, andere Entscheidungen auch nicht mehr drauf an. Dann kann ich auch Essig in den Wein kippen. Da ist nur Knochenmehl drin. Oh. Warte, warte, warte. Ich höre was. Ich höre doch schon wieder. Warte mal, dann brauche ich doch auch keinen Lebensentzug. Das ist ja Quatsch. Feuerschaden wäre ganz gut, weil ich meine, das hat bis jetzt immer noch am besten gewirkt. Dann nehmen wir den Flammenbiss. Hallo. Ich höre doch hier eindeutig jemand rumstrolchen. Ah! Fleischloser Verlorener! La 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 la! Oh, aua, 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 aua! Ja, ich weiß, dass ich keine magische Beladung mehr habe, aber ist mir egal. Alter Schawitzki, friss Feuer! Ah! Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf! Hau drauf! Ah, sauber. Sauber, sauber, sauber. Sehr schön. Okay, kann ich den nicht durchsuchen? Den aber. Ja, wir können nochmal alles. Ah! Nein, 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 kein Bogenschütze. Hallo? Bogenschütze? Ja, natürlich, du verdammtes Teil. Versteckt er sich da hinten? Pass mal auf, ich kann auch was anderes. Oh. Ich kann gleich was anderes. Warte mal. So, komm, 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 komm. Ich habe Branntwein getrunken. Oh, wow, das ist der Hammer. Das ist auch der Hammer. Wir haben immer noch nicht genügend Mana für einen Bären? Oh, komm. Jetzt aber. Doch, wir haben jetzt genügend Mana. Und zack. Und Flammenbiss wieder. So, kleiner Bär. Auf ihn. Sehr schön. Oh, du hast da einen Pfeil. Ich entferne ihn dir. Ja, hier kommen die Eisenpfeile. Die sind sowas von für einen Arsch, aber egal. Hier war noch einer. Mindestens noch einer. Da. Ah! Das ist ein Magier. Shit. Bär! Warte. Bär! Bei Fuß! Ach du grüne Neune! Nein! Bär! Hilfst du mir bitte mal? Oh, damn it! Meine Gesundheit war schon so angeschlagen, da habe ich zu spät drauf geachtet. Ich habe aber auch nichts mehr zum Heilen. Okay, das war Tod Nummer 1. Schön. Bär? Verdammt, ich habe keinen Bären mehr.
Ach so, haha. Ich habe die noch alle gar nicht erledigt. Habe ich da. Ich habe da zwischendurch auf. Oh, Scheiße. Oh, ist der da drin? Gespawnt? Das ist schön. Nein! Uhuhu. Komm, den haben wir gleich. Schnell speichern. Muss nur aufpassen, da kommen gleich... Ah, jetzt kommen nämlich schon die Magier. Shit. Ja, den haben wir auch. Mana regeneriert sich. Tief durchatmen. Oh, shit. Nee, warte, warte, das muss ich mit dem Bären machen. Ich kann da nicht um die Ecke gucken. Das geht nicht. Die haben nämlich selber Flammenschaden. Jawohl, hau rein, Teddy, hau rein. Du machst das. Nein, nicht auf meinen Geisterschwarzbären. Hau drauf. Kleiner Bär. Bär? Könnt ihr auch selber Türen aufmachen? Ich befürchte ja. Klar, die da hinten haben die Tür auch selber aufgemacht. Okay, ich brauche nochmal Mana. Und erstmal rufen wir unseren Geisterschwarzbären wieder. Zack. Der kann auch Türen aufmachen, das finde ich so schön. So, mein Kleiner. Hau drauf. Passt du nicht durch die Tür? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, jetzt passt er durch. Oh, die fliehen richtig vor meinem Bären. Wow, wie viele sind denn hier unten? Wow, der prescht da durch. Das ist der Hammer. Ich liebe den Bären. Der prescht da so richtig schön durch. Durch die Knochen. Oh, oh, noch einer mit Feuermagie. Ich bin nicht die Einzige hier. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Mana regenerieren. Das ist ganz schön anstrengend hier mit den Jungs. Alter Schawitzki. Okay, was ist das für ein Buch? Können wir uns gleich alles angucken. Erstmal muss ich hier ein bisschen aufräumen. Sprich, ich brauche dringend Mana. Ich brauche meinen Bären. Und den Flammenbiss unbedingt wieder. So, Kleiner. Wie die abhauen. Die haben richtig Angst. Ich hätte nicht gedacht, dass denen irgendetwas Angst machen könnte. So, wie viel haben wir hier unten noch von euch? Oh, wer bist du denn? Teddy, bist du bei mir? Wer bist du? Ahnengeist? Ich will dir doch gar nichts tun. Ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Aber wenn du mich angreifst, muss ich dich auch angreifen. Es geht nicht anders. Oh nein! Okay. So nicht, du Miststück. So nicht. Oh, na toll. Okay, was soll's. Ah.
So, komm. Oh, lass mich mal einmal durch, bitte. So, die durchsuchen wir gleich. Jetzt kommt erstmal die Ahnenschlampe. Oh, der andere ist auch noch da. Verdammt. Aber die kriegen wir auch gleich. Jawohl, die haben wir schon mal. Wieder wegrennt vor meinem Bären. Sind da noch mehr? Hallo. Oh nein, 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 kein Bogenschütze. Kein Bogenschütze, Jungs. Kein Bogenschütze. Ja, komm raus. Kannst du mit meinem Bären spielen? Das klingt irgendwie falsch. Okay, das liegt aber auch immer im Auge des Betrachters, ne? Shit. Ja. Shit, 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 shit. Weich zurück, 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 weich zurück. Danke, Bär! Oh, ich brauche irgendwas zum Heilen, mein Kleiner. Was sagst du denn dazu? Was haben wir hier? Herz der ist viel gereist. Oh, sauber. Schattenhaut. Ich möchte irgendwas zum Heilen haben. Weil ich zu gierig war. Ich gucke erstmal, was gibt's hier zu looten. Und der kommt um die Ecke und er schießt mich. Okay, mein Kleiner. Okay, die haben wir. Oh, natürlich eine massive Gesellentruhe. Klar. Das ist super. Okay, pass auf. Kleiner Bär. Bitteschön. Okay, toll. Okay, Teddy. Die sind für dich. Ich habe keine Heilung mehr. Kannst du bitte mal? Da ist noch einer mit Pfeil und Bogen. Kleiner Mann, Teddy. Rein mit dir, komm. Da ist noch ein ganz böser mit Pfeil und Bogen hier um die Ecke. Natürlich erwischt er mich jetzt. Kleiner Teddybär, kannst du mal eben bitte? Okay, mein Bär ist gleich weg. Ich sollte schon mal Mana nehmen, weil ich glaube... Scheiße. Der darf mich jetzt bloß nicht erwischen, ja. Oh, ein alter Runenpfeil. Was bringt der denn? Das ist so feige, aber es geht nicht anders. Ich habe keine Heilung mehr. Komm schon, nun geh doch endlich daran kaputt, verdammt nochmal. Ja, danke. Was ist mit dir? Wachst du? Huch! Ihr seid auf Stufe 13 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Ja! Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Ich nehme jetzt erstmal Mana. Oh. Wieso ist noch die Kampfmusik? Weil da noch einer ist. Scheiße. Der hält die Hand auf. Aber hat ganz lässig die Beine übereinander geschlagen. Shit. Ich habe auch nichts. Doch, warte mal. Ich bin doch wieder vollgeladen. Ich habe doch
bin da aufgestiegen. Frage ist, was ist das für einer? Dann hauen wir uns erstmal eben nochmal. Beziehungsweise holen uns den Bären eben nochmal dazu. Da wird doch noch einer angezeigt. Da. Ach! Eine Ratte! Zwei Ratten! Ausgewachsene Ratten! Ich glaube, ich spinne! Haben wir sie jetzt? Ich steppe doch jetzt nicht. Ihr habt die ganzen Skelette überstanden, die ganzen Verlorenen und steppe jetzt an der blöden Ratte? Du bist so spitze, mein Kleiner. Ja, fein. Okay. Jetzt will ich aber auch alles. Das werden wir gar nicht alles mitkriegen. Hier gibt es so viel zu looten. Oh, nee. Oh, das ist so ein gefüllter. Okay, das Knochenmehl lassen wir mal da jetzt, wo es ist. Das nehme ich gerne mit. Auch mies, ne? Die Opfer. Dreingaben, Stahlschuhe. Hier zu plündern. Stahlpfeile nehme ich immer wieder gerne. Stahldolch. Halt. Skelett. Genesungstrank. Oh, die nehme ich doch gerne. Hatten wir schon. Okay. Ja, mein Kleiner, ich habe jetzt momentan nichts für dich zu tun. Nein, und leg dich doch nicht direkt vor. Das ist ganz süß von dir, aber nein. Beweg dich weg, bitte. Hallo. Bea. Oh. Toll. Ganz große Klasse. Gut, der ist aber gleich eh weg. Ja, komm, dann komm rein, komm. Komm rein, komm, komm. Ja, ich will raus. Du willst rein. Mach Platz, bitte. Bea. Okay. Wow, was haben wir hier? Vor allem, das war jetzt gerade mal Eingang, ne? Das waren ja noch mehr. Ja, die Sachen könnt ihr behalten. Mana-Trank und Salz nehme ich gern. Silberschüssel, ja, was soll's. Stahlkriegshammer, ich nehme mal mit. Oh, Gesellenbuch Verzauberung, jawoll. Genesungstrank, ja, hervorragend, danke. Hätte ich vorher schon gut gebrauchen können. Aber die Gruft ist ja noch nicht. Ach du grüne Neune. Zu Ende. Oh, 7 Groschen. Doch. Okay, hier ist sie zu Ende. Und was ist hier? Wir müssen noch den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wo führt uns das denn jetzt hin? Was ist denn das jetzt? Psst. Ah, es ist schon wieder ein... Nein, ein Bogenschütze. Noch alle. Woran hänge ich denn jetzt fest? Nein, 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 nein. Übel, 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 übel. Da geht's gar nicht weiter. Nein, 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 nein. Wird ja sowieso jetzt hier ausarten, ganz ehrlich. Nein! Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Warte, was mache ich denn da? Kannst du den mal eben bitte erledigen? Wer? Danke. Vielen Dank. Ja. Mana.
Da waren aber jetzt noch die Ratten drin. Können wir die vielleicht... Können die Türen öffnen, die Ratten? Ich meine... Wir können uns das ja einfacher machen, ne? Wo sind die denn jetzt hin? Ja, nun. Leg los. Sehr schön, das war Ratte Nummer 1. Das war Ratte Nummer 2. Ich da gerade einen Trank, habe ich ihn eben nicht gesehen? Das Gift des Leidens. Habe ich den übersehen? Okay. Lassen wir alles mit, die Stahlschuhe auch. Ich sehe das ja schon kommen, dass wir gleich sowieso nochmal raus müssen. Sachen zwischenlagern bzw. verkaufen. Das ist aber auch eine gute Gelegenheit, das dann mal wieder offscreen zu machen. Haben wir jetzt alles hier? Ich meine, der Bär... Nein! Oh, komm, 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 hier, schon richtig, komm! Komm, hier, hier bin ich! Komm hier rüber! Oh, Bär! Oh. Na, Kleine, wie heißt du denn? Bärbel! Entschuldigung. Okay, komm schon. Gut, gut. Das geht da hinten noch lustig munter weiter. Alte Runenpfeile, die machen 6 Schaden. Ist das gut oder ist das schlecht? Runenbogen. Nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Ich glaube, abgesehen, dass wir die Sachen nochmal alle wieder nehmen müssen. Ich glaube, ich gehe dann erstmal zurück. Nicht eine Silberschale? Haben wir, glaube ich, schon. Ja, kannten wir auch schon, genau. Einzelteile nehme ich mit. Genesungstrank nehme ich auch gerne mit. Wir rennen jetzt erstmal wieder zurück und sammeln erstmal alles ein, was wir uns ehrlich verdient haben. Blauer Quarz. Fällt mir ein, die markierten Münzen. Was hat das echt nochmal damit auf sich? Ein Goldbarren. Ich meine, klar, ne, dass der Ahnengeist hier erscheint. Zu einem unbekannten Ort. Oh, oh. Nachricht lesen. Erika, dein Vater hat uns diese Rolle hinterlassen. Was du an jenem Ort finden kannst, ist seine Absicherung für dich. Aber er hinterlässt sie dir nur, wenn du ihn nach seinem Leben besuchst. Warnung, Fremder, der das liest. Mein Gefährte hat sich gegen unerwünschte Eindringlinge abgesichert. Okay. Es wird also dann lustig, wenn wir uns dahin teleportieren lassen. Und warum hat Erika das nicht gemacht? Hatte Eric gar nicht mehr die Gelegenheit dazu? Ich meine, wir gehen hier einfach rein und klar, dass dann der Ahnengeist auf uns losgeht, ne? Wir plündern einfach hier ein Grab. Aber wir waren ja auch eigentlich auch erst nur zu Besuch, ne? Die haben uns dann ja angegriffen. Jetzt habe ich das Schwert mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Halt. Nee. Schattenhaut nehme ich gerne mit. Und eine Gesellentruhe, ey. Das ist echt mies. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht. Oh, der Schädel. Feinstahlhelm des Magiewiderstands. Das klingt doch geil. Okay. So, Asche durchsuchen. Ektoplasma, Geistertuch. Ist auch eine Zutat. Okay. Stahlpfeile. Eichenbogen des Mana-Entzugs. Oh, wow.
Herz des Vielgereisten. Haben wir davon nicht schon irgendetwas? Ich glaube, die Schuhe, ne? Und, pass auf, pass auf. Ich will jetzt in die Truhe. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Erhöht eure Fertigkeiten, Schlösser knacken oder entwickelt entsprechende Erinnerungstalente. Aber ins Torhaus reingehen, ne? Da ist noch eine Schatulle. Jawohl. Ring der Läuterung, Lichtmagie. Was hat das denn jetzt mit der Erika auf sich? Die hat es anscheinend nicht geschafft, diese Rolle zu benutzen. War sie der Angeist? Aber ich denke mal eher, das ist dann die Frau gewesen, ne? Die auf den, die Notiz an Erika geschrieben hat. Da ist noch ein Trank. Okay. Ich höre hier eine. Ist das ein Wünwurz? Nee, ein roter Wünwurz. Hammer und Hobel. Okay. Ich denke mal, hier haben wir dann alles, ne? Da ist noch eine Kiste. Warte, Ektoplasma? Nee, können wir nicht. War wahrscheinlich von einem Bären. Lederschild. Zwischendurch das Speichern nicht vergessen. Obwohl, theoretisch hätten wir sie ja jetzt alle hier. Nee, der hat nur normal. Okay. Der hat noch zwei Groschen dabei. Taschengeld. So, was für ein Buch ist das? Der Pfad. Buch 8, die Ankunft. Nehmen wir erstmal mit. Zauberbuch Segen des Lebens, Rang 2. Okay, hier ging es aber ja auch noch lang, ne? Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht gewesen. Oh, oh.